Fabian Nossmann heute 3-1-Sieg nach 30 starken Minuten am Anfang und einer verdienten Führung. Und dann habt ihr es noch spannend gemacht. Wie ist dein Fazit? Ja, du hast ja schon in Teilen vorgegriffen. Mit den ersten 30 Minuten absolut zufrieden. Ich glaube, Innendorf hatte einen Torabschluss gehabt, der war allerdings auch gefährlich. Ansonsten haben wir 30 Minuten das gespielt, was wir uns vorgenommen haben. Haben gerade nach dem 1-0 hatten wir, glaube ich, noch 2-, 3-, 4-mal die Chance gehabt, um das zweite nachzulegen. Haben eigentlich uns den Gegner wirklich zurechtgelegt, haben auch in den 30 Minuten vieles von dem umsetzen können, was wir umsetzen wollten. Schenken es 1-1 her und mit dem 1-1 ist das Spiel bis zur Halbzeit komplett gekippt. Es ist das passiert, was wir eigentlich immer vermeiden wollen, dass ein Spiel hektisch wird, dass ein Spiel wild wird, dass ein Spiel viel von langen Bällen, von zweiten Bällen, von Zweikämpfen geprägt ist. Weil wir da oft das Nachsehen haben. Dann waren wir froh, dass wir in die Pause gegangen sind, haben uns dann nochmal viel vorgenommen. Allerdings hatte Immendorf dann halt auch mit dem 1-1 oder mit dem, was vor der Halbzeit passiert ist, so ein bisschen Lunte gerochen, haben uns natürlich auch ein bisschen früher zugestellt. Wir haben meiner Meinung nach, klar wollten wir schon dann, bevor wir uns zu vielen Drucksituationen oder selbst in die Bredouille bringen, haben wir schon versucht, dann primär dann auch 1-2 Mal über einen längeren Ball zu lösen. Trotzdem haben wir das Fußballspielen die ersten 15 Minuten in der zweiten Halbzeit komplett eingestellt. Da hatten wir 2-mal Glück, dass wir nicht mit 1-2 ins Hintertreffen geraten, mit Mettis Eckball, der aus dem Nichts reingefallen ist, aber glücklicherweise für uns aus dem Nichts reingefallen ist, ist das Spiel dann nochmal komplett gekippt. Ich glaube, am Ende hatten wir die Chancen, um viertes, um fünftes, vielleicht sogar ein sechstes zu schießen. Aber unterm Strich sind wir mit den 3 Punkten zufrieden. Aber genauso wie in den letzten Wochen haben wir nur gute Ansätze gehabt, haben es aber auch heute nicht geschafft, über 90 Minuten lang wirklich Konsequenz auf dem Platz zu zeigen. Und deswegen hat es immer so und so einen kleinen Beigeschmack, aber ich will das, was die Mannschaft die letzten Wochen gemacht hat, jetzt nicht kleinreden. Wir haben 41 Punkte, wir haben jetzt in der Rückrunde schon 9-mal gewonnen oder 8-mal gewonnen. Das spricht ein bisschen für das, was die Mannschaft in so einer Situation in der Lage ist zu gehen oder zu geben. Und von daher muss ich da einfach sagen, Riesenkompliment an die Jungs, und jetzt hoffen wir, dass wir nächste Woche vielleicht den goldenen Schritt gehen können, Metternich. Gut, ich denke, man hat gemerkt, solange man nicht über die 40er-Punkte-Marke war, und dieses Jahr wird man wahrscheinlich noch 1, 2, 3 Punkte mehr haben müssen auch, hängt das immer in den Köpfen nach. Jetzt haben wir ihr habt 41 Punkte. Das macht das doch schon etwas freier im Kopf. Nächste Woche Metternich. Was ist mit Verletzten? Heute war Schettgen ja wieder dabei. Was macht seine Nase, die Nase der Nation? Erzähl mal. Ja, aber er ist da reingekommen kurz nach der Halbzeit, und wenn man gesehen hat, wie er sich in jeden Zweikampf geworfen hat, scheint es ihn nicht wirklich zu belasten. Von daher bin ich da sehr optimistisch, dass es nächste Woche noch weniger ein Problem für ihn ist. Aber grundsätzlich sind wir aktuell immer noch relativ breit aufgestellt. Lukas, Andi werden auch nächste Wochenende ausfallen. Kai müssen wir mal gucken, der hat jetzt ein Zwicken gespürt. Ansonsten ist der ein oder andere dann halt am Ende des Spiels ein bisschen auf dem Zahnfleisch gegangen. Das ist natürlich sicherlich auch dem Wetter geschuldet. Heute wird es das erste Mal wieder richtig, richtig warm geworden ist. Von daher denke ich, dass wir auch personell nächste Woche ganz gut aufgestellt sind, ganz gut aufgestellt sein werden. Und dann habe ich es den Jungs eben auch schon gesagt, ich will nicht zu früh zu viel in die Zukunft blicken, aber wir haben auch ein paar, die in den letzten Wochen ein bisschen auf die Zähne beißen mussten, ein bisschen hinten angestanden haben. Das tut mir für die Jungs auch bei so einem Spielverlauf wie heute sehr leid. Wir hoffen, dass wir da vielleicht nächste Woche ein bisschen den Grundstein legen können, dass wir in den letzten Wochen vielleicht auch ein bisschen befreiter durchwechseln können und auch dem einen oder anderen eine Pause geben können. Gleichzeitig aber auch die Jungs, die sich wirklich auch immer die Woche den Arsch aufreißen, dann auch mal wieder von Anfang an oder ein bisschen eher reinbringen können. Prima, Fabi, dann sehen wir uns schon Samstag, ist schon früh, 12 Uhr in Metternich in der Kaul. Wir freuen uns drauf. Bis dahin, danke dir. Bitte.